Herzlich willkommen zurück bei Wolfenstein The New Order. Sie können den Kaffee auf dem Tisch abstellen. Danke. Möchte ich sehr gerne tun. Und dann möchte ich weiterhin jeglichen Kontakt mit euch vermeiden, damit ihr nicht rausfindet, dass ich absolut keiner von euch bin. Augenblick mal. Lassen Sie sich mal ansehen. Ja. Sehr schöne arische Züge. Findest du nicht auch, Bobby? Ja, mir gefallen seine Augen. Bitte, setzen Sie sich. Oh Gott. Entschuldigen Sie mein Benehmen. Alles gut. Ich bin Obersturmbandführer Engel. Und das ist mein liebreizender Begleiter. Das bist du doch, Bobby. Was soll das, mein Schatz? Ich möchte Sie einem Test unterziehen. Damit lassen sich Spuren unreinen Blutes, die in den Adern einer Person fließen, feststellen. Ich bin mir sicher, dass Sie diesen Test mit Leichtigkeit bestehen werden. Und wenn nicht, dann werde ich Sie erschießen. Haben Sie das verstanden? Ja, haha. Beantworten Sie ehrlich. Wenn Sie nach der Waffe greifen sollten, sind Sie tot. Noch bevor Sie Ihre Entscheidung bereuen werden. Gut. Lasst uns anfangen. Dieser Roboter würde mich ekeln. Das Foto, das Sie erregt. Wenn Sie wissen, was ich meine. So. Ich würde gern wissen, was passiert, wenn ich die Waffe nehme, aber ich schätze mal, wir werden einfach angegriffen, right? Was erregt mich? Das ist schwer zu sagen. Augen oder Lippen und, ja. Ein Lächeln ist schon sehr süß und attraktiv, aber Augen ja auch. Ich würde fast sagen, Augen sind wahrscheinlich noch ein bisschen wichtiger. Ach so. Und jetzt wählen Sie das Foto, das in Ihnen Glücksgefühle auslöst. Aber ich schätze sowieso, dass das hier so ein arischer Test ist. Also, ob ich wirklich arisch im Blut bin, ob ich unrein bin oder nicht. Und dementsprechend sollte ich vielleicht auch ein bisschen danach entscheiden. Ich denke aber, dass Augen dann die richtige Wahl war, wegen blauer Augen und so, ne? Und jetzt ein Schmetterling oder eine Blume? Ja, pff. Interessant. Meinen Sie, dass dieser Mann unreines Blut hat, Bernhard? Ich weiß nicht, Frau Obersturmanführer. Ja, das werden wir bald wissen, nicht wahr? Diesmal wählen Sie das Bild, das Sie am meisten mit Abscheu erfüllt. Oh, das ist ganz einfach. Ich hätte sagen sollen, dass es Ihre letzte Wahl ist. Ist mir egal. Wählen Sie weise. Kein Problem. Es ist kein Problem. Das ist nicht schwer. Ich sage Ihnen etwas. Wenn Sie ein Nicht-Arier gewesen wären, hätten Sie zur Waffe gegriffen. Sie müssen diese Dame schon entschuldigen, aber sie ist sehr stolz darauf, diese Bilderrätsel mit wildfremden Männern zu spielen. Diese Bilder. Urlaubsfotos, alte Kriegsaufnahmen. Gar nichts. Davon abgesehen kann ich ein Nicht-Arier mit bloßem Auge erkennen. Du etwa nicht? Ja, kann ich gehen? Lass ihn gehen, Bernhard. Ah, danke, wirklich cool. Ich nehme mal an, eine bildhübsche Frau wird in seinem Abteil warten auf ihn. Ach, okay. Lass gut sein. Vergessen Sie den Kaffee für Ihre Freundin nicht. Ich hab gedacht, die erschießt mich. Frau Engel. Auf Nimmerwiedersehen, okay? Puh. Test nochmal bestanden. Moin. Moin.
In here. Oh. Oh. Das sieht doch gar nicht mal schlecht aus. Wollen wir es uns nicht bequem machen? Neue Kalksteinvorkommen in Kroatien entdeckt. Im Norden Kroatiens wurde ein reiches Kalksteinvorkommen entdeckt. Laut der geologischen Gutachterin gibt es eine Hülle einer besonderen Kalksteinzusammensetzung, die äußerst gut für die Herstellung von Superbeton geeignet ist, der von unseren Architekten beim Errichten neuer Gebäude verwendet wird. Das könnte unser bisher größter Fund sein, sagte die Geologin während eines gestrigen Telefongesprächs. Huch, ach, ich drück immer Escape. Sehr nice, dass links nochmal das echte Bild ist, wo der deutsche Text halt drauf ist und rechts dann eigentlich das, was vom Game das gedacht ist, was man lesen soll. So kann ich nämlich immer das links lesen, das Original-Schriftstück, und muss mir nicht die Arbeit machen, das zu übersetzen. Ist doch ganz nice. So, wo soll ich das jetzt abstellen hier, oder? Achso. William? Yes. Is that for me? Yes. You know there's just one bed. Yes. Are you comfortable sharing? Yes. Würde ich schon sagen. Sometimes Christmas. Sometimes birthdays. Sometimes mayhem. Suffering. And death. Sometimes you just need to feel something good. Guten Morgen, Damen und Herren, arabische Kinder. Unser nächster Halt ist Berlin. Dort haben wir exakt 2 Stunden Aufenthalt, bevor wir in Richtung Zagreb weiterreisen, unserem endgültigen Reiseziel. I know where to go. The way to get inside Eisenwald Prison. There's a hotel, it's on the same street as Secret Police Headquarters. Everybody knows about it. Secret Police Headquarters is notorious here in Berlin. They bring prisoners inside for questioning. They torture them. And then they drive them back to Eisenwald prison. If they're still alive. Something's happening. There's a prison transport arriving. Come quickly. Ist das immer noch das? Nein, das ist jetzt ein anderer Artikel hier. Entflohener Häftling von Panzerhund gefressen. Ah, Panzerhunde, so heißen die also. Der Fluchtversuch eines Häftlings aus Eisenwald in der letzten Woche endete im Bauch eines der für die Bewachung eingesetzten Panzerhunde. Eines der Panzerhunde. Die Wachen versuchten noch, den Gefangenen aus dem metallischen Maul des Panzerhundes zu befreien. Allerdings machte die Überlegenheit unserer Technologie diesen Rettungsversuch zu einem vergeblichen Unterfangen. Vermissen wird den verurteilten Mörder und Vergewaltiger aber sicherlich niemand. They're making a pickup. You find a way to get down on the roof of that prison transport bus. You hide on that roof and you can ride it all the way into Eisenwald prison. I go down and distract the guard. And maybe he won't see you. This is true of the Nazis. They're not lacking in vanity. Eieiei, eine Sneak-Mission. Wir haben auch... Wo haben wir denn jetzt schon wieder unsere Pistole gelassen, hä? Eieiei. Erdmanns Brief. Ist das wieder der? Ja, okay. Aktualisiert sich immer. Lieber Pater Helmut, wusstest du, dass es in der Mythologie der Ureinwohner Perus, der Quenchuan, eine Sagengestalt gibt, die Pishktaku oder der Schlachter genannt wird? Er wird als ein weißer Mörder beschrieben, mit einem Poncho und einem Hut mit breiter Krempe gekleidet und mit einer Sichel in der Hand. Er entzieht den Körpern der von ihm getöteten Quenchuan das Fett.
Es mag seltsam klingen, aber ich glaube, dass die Geschichte Bände über die Beziehung zwischen den Ureinwohnern und den spanischen Eroberern spricht, die hier vor langer Zeit landeten. In letzter Zeit habe ich immer öfter über den Pishtaku nachgedacht, während der Ärger in meinem Herzen immer stärker wurde. Vor einem Monat lebte ich in der Nähe einer Quechuan-Familie hier in Ayacucho und versuchte sie für den römisch-katholischen Glauben zu gewinnen. Ich freundete mich mit dem jüngsten Kind der Familie an, einem Jungen namens Hastu. Hast du schon? Das bedeutet Vogel der Anden. Hastu hat mir viel über die Kultur der Quechuan erzählt. Faszinierende Geschichten, auch wenn ich um die Quechuan weine, denn ohne zum wahren Glauben überzuwechseln, werden sie vielleicht nie ins Paradies gelangen. Vor 2 Wochen erklomm ich zusammen mit Hastu die Anden, um die Opferstätte der Apus zu besuchen, der Berggötter. Die Aussicht von dort oben war atemberaubend, auch wenn ich nach dem steilen Aufstieg nach Luft ringen musste. Ich sollte Zeuge eines Rituals für die Götter werden, der Opferung eines Lamms. Eines Lamas. Ey, es ist echt schwer zu lesen, ne? Weil ich muss ja, hier ist es echt klein geschrieben auf der rechten Seite. Gleichzeitig sollte ich mir Notizen machen und die seltsamen Rituale und die dabei zum Einsatz kommenden Utensilien zu Papier bringen. Dann kamen unsere Soldaten. Ich erinnere mich daran, wie ein Quechuan-Schamane ruhig an den befehlshabenden Offizier herantrat. Der hob sein Gewehr an den Kopf des Schamanen und erschoss ihn mit einem einzigen Schuss. Was machen Sie da? Schrie ich ihn an, woraufhin er entgegnete. Halten Sie sich aus der Sache raus, Pater. Das ist eine genehmigte Säuberungsaktion. Sie begannen dann, jeden Ureinwohner zu töten, jeden, der versuchte, in Sicherheit zu laufen oder zu kriechen. Mir gelang es, Hastu zur Flucht zu verhelfen, bevor mich einer der Soldaten mit dem Gewehrkolben bewusstlos schlug. Als ich aufwachte, gab es Ayacucho keine Quechuan mehr. Alter, das ist echt. Sie waren einfach weg. Ich suchte nach Hastu, aber ich konnte ihn nicht finden. Entweder hatten sie ihn gefunden und erschossen, oder er hatte es geschafft, sich in den Bergen zu verstecken. Es schmerzt mich sehr, all diese Abscheulichkeiten meiner Leute zu sehen. Einmal mehr werde ich an den Pishtaku erinnert, an weiße Mörder, die herkommen, um diese Menschen aus bösartigem Eigennutz heraus abzuschlachten. Kannst du nicht mit jemandem sprechen, Helmut? Jemand, der diesem Irrsinn Einhalt gebieten kann? Diesen barbarischen Irrsinn? So kann es bei Gott nicht weitergehen. Ich habe meine Taschen gepackt und mir warme Kleidung und robuste Schuhe gekauft. Sogar eine Schusswaffe habe ich mir organisiert zu meinem Schutz. Heute Abend werde ich in die Berge ziehen und nach meinem Freund Hastu suchen. Und ich hoffe, den Anbruch einer besseren Zeit mitzuerleben, wenn ich wieder zurückkehre. Wünsch mir Glück, dein dir ergebener Freund, Pater Erdmann Krüger. Serienmorde, abwechslerisches Duo in Verdacht. Die seit mehreren Monaten in der Stadt andauernde Mordserie könnte laut ermittlungsnahen Quellen das Werk eines abweichlerischen Mörderduos sein. Bisher wurden 5 Menschen getötet, alle Opfer wurden zerstückelt in Abwasserkanälen gefunden. Augenzeugen berichten von 2 seltsamen, höchstwahrscheinlich geistig eingeschränkten und körperlich entstellten Männern, die an den Tatorten umherschleichen. Die sahen für mich nicht aus wie normale, anständige Berliner, sagte einer der Zeugen. Diese schrecklichen Taten waren bestimmt ihr Werk. Gott, 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 hier dürfen wir wirklich nicht entdeckt werden, ne? Vielleicht dürfen wir doch entdeckt werden und müssen dann einfach nur kämpfen. Aber wir brauchen dafür überhaupt erstmal wieder eine Schusswaffe. Curious gadget. Useless without a battery. Eine Batterie. Haben wir irgendwo eine Batterie? Irgendwo hier muss doch eine Batterie liegen. Aha. Ein Laserschneider. Und den soll ich jetzt als Waffe benutzen? Ich meine, klar, besser als nichts, definitiv. Hier kommen wir nicht weiter. Ach nee, wir sollen den nur benutzen, um die Zäune aufzuschneiden. Boah, wir können das wirklich... Ich kann da wirklich so eine Form, wie ich will, reinschneiden. Das ist schon nice gemacht. Und ich muss auch den... Ich sollte nicht zu verschwenden... Oh, warte mal.
Nein, oder? Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich lost. Boah, jetzt ist die Batterie alle. Oder? Ist die Batterie schon wieder alle? Ja, die Batterie ist wieder alle. Oh mein Gott, ich hab's verkackt, oder? Oh nein. Ich darf den nicht zu verschwenderisch benutzen. Ach so, hier ist noch eine Batterie. Beziehungsweise eine Ladestation für die Dinger. Verstehe, jetzt können wir also durch Zäune durch. Soll ich auch hier durch? Bringt mir das irgendwas? Ist da irgendwas? Ich möchte jetzt nicht die ganze Zeit Zäune aufschneiden. Warte mal. Hä, irgendwie glitzert dieser... Irgendwie, das glitzert aber irgendwie hier. Aha! Goldener Bilderrahmen, siehst du? Immerhin ein Sammlerstück gefunden. Okay, ich kann den... Ja, es ist nicht egal. Ich glaube, es ist jetzt nicht so wichtig, in welches Fenster ich hier... Oh. Oh Gott. Ich hätte wahrscheinlich das nehmen sollen, wo er nicht hinguckt. Der Typ hat es aber irgendwie nicht. Die verraffen das irgendwie gerade so ein bisschen zusammenzuarbeiten scheinbar. Na, ich muss mich jetzt hier irgendwie mit dem Messer durchkämpfen. Das geht ja gar nicht anders. Ich werde dich was? Gar nichts wirst du. Du Lappen. Auf dem Übungsgelände in Sibirien, die in der Nähe des nördlichen Uralgebirges... Unweit der Karasee gelegene Ausbildungslager von Totenkopfs Kommandoeinheit gelten als die weltweit härtesten ihrer Art. In mehreren Folgen werfen wir einen Blick hinter die Kulissen, um über den Tagesablauf dieser entschlossenen Kämpfer in extremer Kälte zu berichten und zu zeigen, wie aus ihnen überlegene Krieger geformt werden. Soll ich da rangehen oder was? Aber was ist, welches Ding hier klingelt überhaupt? Alter, der spielt so mit seinem... Mach das nochmal, mach bitte das nochmal. Der hat gerade so mit seinem Messer gespielt, das war cool. Hä? Ach hier! Ach, hier ist das Telefon, was klingelt. Mal. Er hat nicht mal eine einzige Sekunde darüber nachgedacht, dass das vielleicht gar nicht Müller sein könnte, der da gerade dran ist und der deswegen nicht antwortet. Juckt ihn gar nicht. Hier haben wir irgendwelche Akten bekommen. Und eine Karte. So, irgendjemand hier? Hallo? Tschüss. 8 von 8. Haben wir jetzt alle Enigma-Code-Pieces? Der erste Mann auf dem Mond, einer von uns. 21. Juli 51. Um 15.56 Uhr am gestrigen Tag betrat Hans Armstark. Das ist ja auch geil. Als erster Mensch den Mond. 30 Minuten nachdem Armstark und sein Co-Pilot Emmerich Otte das Mondmodul zu der als die glimmernde Schale bekannten Landstelle gesteuert hatten, fand der erste Kontakt mit der Mondoberfläche statt. Nach der Landung begannen die beiden Astronauten ihr Abenteuer auf dem Mond mit dem Aufstellen unserer wunderschönen Flagge. Danach begonnen sie mit dem Sammeln von Boden- und Gesteinsproben für die weiteren Analysen auf der Erde.
Armstark, ja, Hans Armstark, das ist ja geil. Neue Schweine, raus! Schichtwechsel, wir sind spät dran! Eine Minute! Genau eine Minute, Hans, dann müssen wir aber los! Auf ihn runterspringen und ihn umbringen geht nicht, oder was? Hier, du da! Komm schon! Doch, genau das soll ich doch jetzt machen, oder? Sau, du Dreckige, du komm vorwärts, ich zeig dir was, du faule Drecksau, du komm! Komm! Ne, wir sollen versteckt bleiben. Mission kann nicht riskiert werden wegen denen jetzt da. Hey du! Auf 5 Schritte! Vorwärts! Ich glaub, der könnte rasten! Links rein! Rein sofort, du Drecksau, du! Rein! Rein! Junge, er hat ja No-Chill, Alter. Immerhin ist das unsere Gelegenheit, hier mitzufahren. Steel. Stone. Concrete for miles. I wonder if there's anything in this world worth saving. Desolation. Tyranny. Enemy of endless might. I'm wondering if I have any friends left standing. Fuzzy! Comes down to it. And I'll fight alone. But I promise you this. Schneller, schneller! Friends, if this is where they're keeping you, I will find you and set you free. Eieiei, als Einziger, mitten in deren Base. Holy shit, Leute. Werden wir das schaffen, erfahren wir es im nächsten Part von Wolfenstein The New Order. Vielen Dank fürs Einschalten. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.